Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Was ist passiert? Ja, vor kurzem musste ich auf eine Dienstreise, habe das Auto ungefähr eine Woche stehen gelassen, kam zurück und das Auto sprang nicht an. Also die Türen gingen nicht auf und ich musste also per Notschlüssel das Auto öffnen. Der ADAC ist gekommen, hat ja, Starterbatterie angeschlossen und dann sprang das Auto direkt an. Eine Messung der Batterie hat ergeben, dass die Batterie auf ca. 3 Volt Tiefen entladen war. Ist jetzt die Frage, wieso, weshalb, warum? Der Ford-Händler hat natürlich direkt angeboten, das Ganze überprüfen. Bis zum nächsten freien Termin dauert es allerdings noch ein bisschen. Und in dieser Zwischenzeit überprüfe ich mal selber, was Sache ist. Wie ihr seht, habe ich jetzt mal zwei Messgeräte angeschlossen. Eine zeigt 3,5 an, das ist das Profi-Messgerät. Das andere zeigt 3,3 an. Wie gesagt, eine minimal andere Position und. Somit die kleine Differenz. Wollte ich euch nur zeigen, das Profi-Gerät ist dafür ausgelegt, auch Gleichstrom zu messen. Dieses Gerät laut Beschreibung kann nur Wechselstrom messen. Ich habe es aber mehrfach überprüft, auch mit einem anderen Test-Setup, und das kann auch Gleichstrom messen. Ich verlinke euch mal beide Geräte. Dieses Gerät ist teurer, hat allerdings dafür Bluetooth drin. Man kann also auch über einen längeren Zeitraum das Ganze monitoren. Ihr seht also über einen Zeitraum von einer Stunde, zwei, drei, je nachdem wie lange ihr die Messung durchführt, wie der Spannungs- oder Stromverlauf ist. Bei dem Einfachmessgerät reicht vollkommen aus für den Test. Gibt es natürlich keine Bluetooth-Funktionalität. Messen, Wert ablesen, fertig. Ja, und was wurde festgestellt? Ich habe jetzt mal zwei Szenarien ausprobiert. Einmal, wenn man den Motor abstellt, also von einer Fahrt den Motor abstellt, wie verhält sich dann das Auto, also wie viel Strom zieht er über einen Zeitraum von einer Stunde? Und was passiert, wenn man einfach die Tür aufmacht, ich sage jetzt mal ins Auto einsteigt, Sachen reinlegt und die Tür wieder zumacht? Wie verhält sich dann der Ruhestrom? Und ich blende euch jetzt mal eine Infografik ein, die das Ganze mal beschreibt. Ja, wie ihr seht, hat es ein bisschen einen Einfluss darauf, wie man das Auto abstellt, wie viel Strom verbraucht wird. Falls ihr euch fragt, ob die eingebaute Dashcam hier der Ursache sein könnte, nein, ist sie nicht. Wenn ich diese komplett abklemme, bleibt weiterhin der Ruhestrom gleich. Diese ist also richtig angeschlossen. Bei Zündung aus schaltet sie auch komplett aus. Ja, schauen wir mal, was die Werkstatt da jetzt ermittelt und für Maßnahmen trifft. Eventuell ist es nur ein Software-Update. Schauen wir mal. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Kann ein wenig dauern, bis das Video hierzu kommt, weil ich halt jetzt nicht genau weiß, wann eine Reparatur oder Modifikation stattfinden wird. Gut, das war's mal als kleiner Exkurs, was mal mit dem Auto jetzt mal nicht stimmt, ausnahmsweise. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!